Wir haben in Stuttgart das Technologiemanagement dann stärker von der technischen Seite her betrieben. Und so ist eigentlich, ja, wie soll ich sagen, der Gegenstandsbereich entwickelt worden, weil wir, was ja auch Ihre Praxis zeigt, eben auch früh merkten, dass wir eine solide Fundierung, technische Fundierung für viele Aufgabenstellungen im Unternehmen brauchen und eben doch ein Verständnis über betriebswirtschaftliche Zusammenhänge. Es kann, glaube ich, nicht so sehr das Ziel sein, dass wir nun aus den Technikern halbe Betriebswirte und schlechte Techniker machen oder aus den Betriebswirten schlechte Techniker und halbe Betriebswirte, sondern ich glaube, es ist eher die Aufgabenstellung, dass man den Job, den man hat, mit voller Kraft und mit vollem Know-how erfüllen muss, dann aber je mehr man in der Managementposition aufsteigt, eben auch Wissen braucht über diese Managementbezüge zusätzlich zu dem, was man an eigenem Fachwissen hat. Heute Vormittag haben wir nun vorbereitet, dass wir so ein bisschen sprechen über Perspektiven für Zukunftsmärkte und über Innovationsmanagement. Natürlich habe ich vornherein 2, 3 Folien mal mitgenommen, nachdem Sie jetzt an einem Studiengang sitzen, wo Sie einerseits die Universität St. Gallen, andererseits die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule und auch die Fraunhofer Gesellschaft mitführen als Veranstalter, um Ihnen vielleicht so in 2, 3 Sätzen geschwind erklären zu dürfen, was macht denn Fraunhofer, warum heißt Fraunhofer? Fraunhofer ist eine uns oft gestellte Frage und es wird dann von ganz Außenstehenden manchmal vermutet, ob wir denn nun besonders mit technischer Optik zu tun hätten. Es gibt von 58 Instituten tatsächlich eines, das sich mit technischer Optik beschäftigt. Das sitzt, wie Sie vielleicht verstehen werden, in Jena. Aber das ist eigentlich nicht der Grundgedanke, diese eigene Leistung, die Fraunhofer hatte, dass er die Fraunhofer-Linien entdeckt hat, wie Sie es vielleicht in der Physik gelernt haben. Der Grund, warum man Fraunhofer als Namenspatron genommen hat, war, weil er auf der einen Seite der Straße sein Forschungslabor hatte und das, was er im Forschungslabor entwickelt hat, hat er auf der anderen Seite der Straße in seiner Fabrik umgesetzt. Wenn man das deutsche Forschungssystem einem Ausländer erklärt, gibt es 2 außeruniversitäre Forschungsgesellschaften, die man immer leicht erklären kann. Das eine ist die Max-Planck-Gesellschaft, die macht Grundlagenforschung. Und wenn man Grundlagenforschung macht mit einer langen Zeitperspektive, noch ohne im Visier zu haben, ob es einen Anwendungsnutzen für das, was man beforscht, in der Wirtschaft gibt, dann kann man nicht erwarten, dass das über die Industrie finanziert wird. Deshalb ist Max Planck fast zu 100% vom Staat finanziert. Und die zweite Forschungsgesellschaft, die man auch leicht erklären kann, ist die Fraunhofer Gesellschaft, weil wir die angewandte Forschung vertreten. Das heißt, die Lücke schließen zwischen dem, was in der akademischen Forschung, in der Grundlagenforschung an Erkenntnissen da ist, sei es bei uns selber erwirtschaftet, sei es an den mit uns verbundenen Hochschulinstituten oder bei Max Planck und das dann entsprechend umsetzen zusammen mit der Industrie. Die Gesellschaften sind etwa gleich groß, Max Planck und Fraunhofer haben beide so zwischen 1,3 und 1,5 Milliarden Umsatz, aber wir bei Fraunhofer sind nur zum 1/3 vom Staat finanziert, das heißt 2/3 erwirtschaften wir zusammen mit der Wirtschaft. Einerseits in geförderten Projekten, aber zu einem ganz großen Teil auch in ungeförderten Projekten, wo es eben nur einen Auftraggeber gibt, das ist das Unternehmen und wir. Und ich habe natürlich mir die Teilnehmerliste angeschaut. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die jetzt über Sie hier am Tisch vertreten sind, wo es erfreulicherweise eine ganze Reihe von Projekten in der Vergangenheit schon zu diesem Thema gab. Es gibt, wenn ich schon angefangen habe, in Deutschland noch 2 große Forschungsgesellschaften. Das eine ist die Helmholtz-Gesellschaft, da gehören die ganzen Großforschungszentren dazu, was weiß ich, das Kernforschungszentrum Jülich, das Kernforschungszentrum Karlsruhe, große Kliniken. Und dann gibt es noch, das ist nicht abfällig gemeint, aber es ist halt so ein Sammelsurium von Instituten. Wenn Sie vom Studium noch im Kopf haben, dass früher mal so Institute der sogenannten Blauen Liste gab, die von den Ländern stark gefördert wurden, die sind heute in der Leibniz-Gesellschaft zusammengeschlossen. Aber die haben eigentlich beide keinen so einen inneren Zusammenhang wie Max Planck oder Fraunhofer, die eben eine klare Mission und auch ein klares Ziel haben. Das hat nichts damit zu tun, dass es
hervorragende einzelne Institute innerhalb Helmholtz und Leibniz gibt, aber sie sind eben anders entstanden und haben eine etwas andere Mission. Ja, das war der Grund, warum wir Fraunhofer genommen haben. Heute machen wir sehr stark diese Auftragsforschung. Das habe ich schon erwähnt. Wir machen außer MP3 auch noch ein paar andere Dinge. Aber MP3 hat nun auch weltweit natürlich das Bewusstsein für Fraunhofer geschärft, insbesondere in den USA, wo viele Menschen, die mit der Thematik nichts zu tun haben, gar nicht so richtig glauben konnten, dass sowas nicht aus den USA kam, sondern in Erlangen entwickelt wurde. Und Gott sei Dank haben wir auch noch die Lizenzrechte von MP3, die uns hin und wieder helfen. I've seen the future and it works.